Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Easy Red. Das Spiel ist ein Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg. Und so wie ich das jetzt mal auch ein bisschen gelesen habe, können wir sogar auch die Deutschen hier spielen. Wir werden es gleich sehen. Das Spiel gibt es auf jeden Fall auf Deutsch und im Steam Sale für 99 Cent zu käuflich zu erwerben. Wir sagen es jetzt mal so. Also recht günstig. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Kampagne an. Ich habe Schwierigkeitsgrad, lasse ich jetzt erstmal auf Mittel. Wir haben sogar einen Editor für Missionen, auch nicht schlecht. Also ihr seht, wir haben 5 Kapitel, was natürlich ein New Player ist. Es wird vielleicht Tutorial sein. Tutorial würde ich sagen, überspringen wir jetzt einfach, wenn man nicht braucht. Ne? Wir starten jetzt mal mit Kapitel 1 und müssen jetzt mal gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir haben in Kapitel 1 schon 10 Missionen. Kapitel 2 haben wir 3. Da haben wir auch 3. Da haben wir 4. Okay, also Kapitel 1 ist die größte. Die Invasion. Wir können jetzt spielen, ob sie von der See aus geführt werden soll oder von der Luft. Das ist natürlich cool. Komm, wir fangen an mit der See. Utah Beach werden wir spielen. Ah ja, hier haben wir sogar. Wir können die Amis und die Deutschen spielen. Komm, wir spielen mal die Deutschen. Ne? Wir sind also hier oben. Aber das ist, finde ich, ehrlich gesagt schon mal wirklich cool. Ah, und vor allem können wir auswählen, was wir spielen wollen. Infanterie, Sniper. Dann haben wir hier das Gewehr 43. MP. Maschinengewehr. Offizier. Komm, wir werden die normale Infanterie spielen. So, Angreifer, was, 50 von 50? Ja, Grafik ist jetzt nicht wirklich allzu besonders gut, aber das sollen sie jetzt mal nicht abschrecken lassen. Cool ist auf jeden Fall schon mal, dass wir die Deutschen spielen können. Was müssen wir hier überhaupt machen? Verteidige die Zone. Ach so, wo ist der Gegner? Unsere Kameraden. Ey, es gibt sogar einen Mörser. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Was, wir könnten den Mörser sogar benutzen, weil hier steht, das Fahrzeug ist voll. Ist zwar jetzt kein Fahrzeug. Schaut mal hin. Wir können sogar die Ansicht wechseln, auch mit schwarz-weiß-rotem Stahlhelm. Das ist ja cool. So, komm mal her. Ah! Angreifer, 43 von 50. Wir müssen einfach nur 50 Leute töten, ne? Das ist ja wie, na, wie heißt jetzt dieser Shooter hier im Minecraft-Stil? Wie war jetzt der Name? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber da ist, ja, ist es ja auch so. Zum Beispiel 200 gegen 200 und wer zuerst 0 hat, der hat verloren. Und ihr seht ja hier 36 zu 50. Also die anderen 50 müssen ja dann unsere sein. Ah, warum treffe ich so schlecht? Ah, den im Wasser haben wir erwischt. Den haben wir auch. Also wir haben noch keinen einzigen verloren bis jetzt. Natürlich ist ja eine Abwehrstellung immer besser wie die Angreifer. Die Angreifer verlieren sowieso immer mehr. Oh! Jetzt gehen wir trotzdem mal wieder in den Graben hier rein. Ah, der ist verwundet, schaut hin. Los, gehen wir! Schnell! Gegnerischer Soldat eliminiert. Wobei wir aber eigentlich hier einen Toten haben. Ihr seht hier. Oder lebt er noch? Ne, ich glaube, der ist tot. Weil bei uns immer noch 50 steht. Könnten wir, könnten sogar das MG hier nehmen. Kann ich eigentlich meine eigenen Leute erschießen? Komm, bleib mal stehen. Yes, wir können die eigenen Leute erschießen. Schaut mal hin. So, drücke F. Wir können ohne Scheiß den Mörser steuern. Wie cool ist denn das?
Und das vor allem für den Preis. Feuer! Komm mal ein bisschen zurück. Man sieht halt hier nur ein bisschen schlecht, genau wo man hier hinschießt. Oh, das MG ist wäre auch frei. Wir haben aber, glaube ich, gar keinen erwischt, oder? Nee. Wir gehen jetzt erstmal zum MG, probieren mal das hier aus. Na. Ja, das ist natürlich schon cool. Aua, da komme ich gar nicht drüber hier. Im Schussfeld. Aber ich finde trotzdem ist das MG ein bisschen blöd stationiert. Schaut mal hin, genau hier so an so einem Pfosten. Das können wir natürlich nicht machen. Jetzt ist der an meinem MG hier dran. Aber wie gesagt, was ich natürlich nicht verstehe, warum unsere Toten hier nicht angezeigt werden. Hier liegen schon viel mehr rum. Wir sind immer noch bei 50. Bekommen wir den Kopf hin oder? Ah, ist schon weg. Ja. Jetzt haben wir. So, der Gegner hat nur noch 6 Leute, also 6 Leute, was wir töten müssen. Ihr seht ja, das sind ja mehr hier am Schlachtfeld. Aber 6 würden uns jetzt reichen, ja? Vier noch. Können wir aber trotzdem mal die Ansicht hier wechseln, wie das dann hier wäre. Ah, so, okay, wenn wir ziehen, kommen wir trotzdem in den Modus hier rein. Da hier, wenn man jetzt denkt, ist natürlich das Ziehen ein bisschen schwieriger, weil nämlich das Fadenkreuz, wenn man hier die Maus ein bisschen bewegt, sofort rumreißt. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man auch so eine Ansicht hier hat. Machen wir es mal so. 2 Leute brauchen wir noch. Einen. Yes, da haben wir ihn doch. Mission complete. Verteidiger haben die Zone erobert. Cool, cool, cool. Also wie gesagt, für den Preis kann man natürlich überhaupt nicht meckern. Was ist jetzt? Warum sind wir hier draußen? Kampagne. Ach so, wir werden hier gar nichts freischalten. Also müssen. Wir können auswählen, was wir wollen. Wir werden aber trotzdem, oder? Nee, komm, wir schauen uns jetzt erstmal aus der Luft an. Hier sind wir im Süden von dem Strand. Ja, komm, wir schauen uns jetzt wirklich mal aus der Luft an. Und werden hier mal die Amerikaner spielen. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Wir nehmen die Thompson. Boah, schaut mal an, ohne Scheiß, wir gehen hier mit dem Fallschirm runter. Auch wenn, wie gesagt, die grafische Darstellung nicht wirklich so gut ist. Aber für den Preis kriegt ihr einiges geboten, Leute. Kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Und wenn ihr jetzt mal die Missionen vergleicht, 10, 3, sind 13, nochmal 3 sind 16, nochmal 3 sind 19 und dann waren in der letzten 4, also 23 Missionen. Können auch wirklich so kurze Missionen sein, aber wie gesagt, ihr müsst so dazu sagen, das Spiel ist nicht teuer und ich finde es wirklich cool gemacht. Oh, da werden wir uns ein bisschen schwer tun mit dem Treffer. Sobald ich hier abdrücke, verreißt hier die voll. Na? Ja, aber bin ich hier alleine? Jetzt haben wir ihn. Achso, wir müssen hier auch was einnehmen, kann das sein? Weil hier unten die Prozentzahl hier hochgeht. Kann natürlich sein, dass das hier was zum Einnehmen ist. Na, kommt her. Okay, erst die Entfernung. Ah, ich glaube, einen haben wir erwischt. Ja, genau hier unten steht es ja. Nehme die Zone ein. Also ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Weil viel Angreifer waren sie ja nicht. Das habt ihr ja selber gesehen. Schauen, ob wie einer kommt. Ne, da kommt auch gar keiner. Ah, wir müssen mehrere Zonen einnehmen. Ja, das ist cool. Könnten jetzt trotzdem mal... Halt.
Wartet mal. Wir nehmen jetzt mal das Gewehr hier. Das ist natürlich dann schon cool, wenn man mehrere Zonen hat hier zum Einnehmen. Na, ihr dürft mich nur nicht immer auf die Seite schieben. Doch. Wo haben denn die sich überhaupt verschanzt hier? Ah, jetzt habe ich natürlich eine Waffe genommen, wo ich keine Munition mehr habe. Jetzt können wir natürlich nur noch hoffen, dass meine Waffe hier hinten noch liegt. Ja, da ist sie. Einen Moment, was haben wir denn hier hinten noch? Wir haben jetzt hier... Nee. Können zwar die ganzen deutschen Waffen hier nehmen, aber ist nicht wirklich viel Munition hier. Wir bleiben bei unserer. Da haben wir auf jeden Fall Munition. Ah, meine Leute nehmen halt auf jeden Fall die Position da hinten schon ein. Das heißt einnehmen. 4, 5. Gerade hat so ausgesehen, als ob sie es wieder verlieren. Ah, da ist einer. Da haben wir ihn doch. Ja. Schau, jetzt sind wir wieder bei 0%. Ach, das war ein LKW, der hier hinten brennt. Jetzt. Ich bin gleich da, Leute. Also rennen kann man schon mal auf jeden Fall unendlich. Und was ich natürlich auch cool finde, auch wenn die Grafik nicht allzu gut ist, man sieht zumindest schon mal die Schuhe, was man in vielen Spielen... Oh! Was man natürlich in vielen Spielen auch nicht so ist. Guck, ihr müsst mal... Nein! Ah, shit. Oh. Drücke Leertaste, um deine Einheit zu platzieren. Ja, wir müssen ja sowieso hier anfangen. Und werden... Ja, wir nehmen jetzt nur den Karabiner. Na, ich glaube, unsere Leute verlieren... Oh, schaut mal hin. Angreifer, Alliierte. Jetzt ist natürlich die Frage, gehört die 25 zu uns oder zum Gegner? Wobei aber der Gegner eigentlich auch schon viel verloren hat. Also da komme ich jetzt nicht ganz zurecht, was jetzt hier was sein soll. Na? Ja, aber irgendwie spawnen die auch gleich hier an dem Objekt. Na, wir haben ihn doch im Visier. Jetzt. So, Leute, vorrücken. Also ich glaube, mal gucken, Befehle oder was kann man doch, glaube ich, hier gar nicht geben. Au, wir können sogar hier die Waffe schräg halten. Und die Waffe bewegt sich sogar übelst beim Laufen. Also ist wirklich cool. So, schauen wir mal hier um die Ecke rum. Da ist es halt jetzt so, wenn wir auf E drücken, dass die Waffe, dass wir zwar um die Ecke so schauen können, aber das bleibt leider nicht. Also sobald wir von der Taste runtergehen, geht auch die Waffe wieder normal in die normale Position zurück. Wie viel haben wir denn schon überhaupt? Achso, unten steht 42%. Boah, schaut mal an, was hier Waffen rumliegen. Leichte Verletzung, ja, wer schießt denn hier auf mich? Aber jetzt müssen wir es auf jeden Fall schaffen. Schaut mal hin. 75%, jetzt sind wir eigentlich jede Menge Leute hier. Also das können die nicht mehr aufhalten. Komm her. Ich habe auf jeden Fall immer noch eine leichte Verletzung. Da müssen wir aufpassen. Weiter geht's. Ey, diesmal ist die Mission sogar länger. Das ist cool. Engage the enemy. Enemy down.
Wo steht der hier unten? Ach da. Auf jeden Fall kann man doch die Büsche auch durchschießen. Also es funktioniert eigentlich alles so wie es soll. Wir haben ihn erwischt. Komm, geh aus dem Weg. Weiter geht's. Kommen die jetzt überhaupt mit dir? Ja, und ihr müsst das so dazu sagen. Was haben wir jetzt gesagt? Wir hatten 19 und 4, 23 Missionen. Und ihr müsst ja rechnen, ihr müsst ja doppelt rechnen, weil wir es als Deutsche und auch als Ami spielen können. Komm, Leute, vor. Ah, wir sind jede Menge. Schaut mal dahin. Haben wir eigentlich noch andere Waffen? Nee. Komm, Leute, weiter vor. Oh, da ist jede Menge. Haben wir Granate hier? Schaut mal, wir haben sogar Granaten. Hey, geht für jetzt bitte nicht alle drauf. Ich brauche euch hier. So, jetzt haben wir es aber. Ah, da oben kommen schon die nächsten von uns, schaut hin. Aber ich finde es halt schade, dass unsere auch, wenn wir sterben, dass unsere Zahl hier nicht runtergeht. Also wir bleiben immer bei der vollen Mannschaft. Das ist aber bis jetzt das Einzige, was ich sagen muss, was jetzt ein bisschen blöd ist. Weil da wäre es dann schon cool. Aber wie gesagt, von uns sterben ja auch welche. So, 78%. Das wird auch unsere sein. Oh. Entdeckung. Komm, wir haben es gleich. Nein, 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 nein. Hey, hey, hey. Wir haben die Zone erobert und weiter geht's. Schnell, schnell, schnell. Feindliche Soldaten gesichtet. Ja, laut nach. Hey, jetzt könnten wir auf jeden Fall auch mal die Ansicht wechseln. Ach so, wir haben ja gar keine Munition mehr. Jetzt nehmen wir einfach mal hier. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Waffe. Ist ja egal. Ja, hier können wir nicht wirklich was machen. Wir können zwar ins Haus nach oben gehen. Das will ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, hier oben sind sogar noch Bunker. Ach so, wir wollten ja die Ansicht wechseln. Ja. Nur, was mir auffällt, die rennen irgendwie so wie Pinguine. Na, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ist auch meine Munition alle. Wir brauchen dann trotzdem noch was anderes. So, was haben wir hier? 20 Schuss. Boah, können wir die auch benutzen? Das wär's ja. Alter, schaut mir das an. Wir können sogar die hier benutzen. Warum kommt jetzt keiner? Tja, der Wahnsinn. Ja, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier jetzt für Waffen? Wo ist denn der Gegner? Ah. Nein, Munition alle. Kumpel, geh mal bitte mit raus und kämpf. Inventory. Ach so, wir können uns die Munition herüberziehen. Welche Taste waren das jetzt? Ah, ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ja. Jetzt haben
natürlich, wo ich jetzt im Inventar war, haben wir den Sieg jetzt gar nicht mitbekommen. Das war dann der letzte Checkpoint hier, was wir eingenommen haben. Ah, doch, schaut hin. Das, was wir gespielt haben, wird rot. Jetzt, dann wissen wir ja wenigstens, was wir durch haben. So, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Easy Red. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen zeigen. Und wie gesagt, für den Preis unschlagbar. Man kann wirklich vieles machen. Kann beide Seiten spielen. Und wie gesagt, von der grafischen Darstellung dürft ihr euch gar nicht so beeinflussen lassen. Das Spiel muss Spaß machen und das macht es auf jeden Fall. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.